Laubes Immobox wird präsentiert von Pavatex. Bauen, Dämmen, Wohlfühlen. Urban Home, das Online-Immobilienportal. Und mylibery.ch, die Hypothekenberatungsplattform. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Laubes Immobox. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer beim Fernsehsender S1. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich heiße Oliver Laube und begrüße Sie ganz herzlich hier auf dieser schwimmenden Immobox auf dem Lago Zürich. In unserer weltweit ersten Live-Immobiliensendung, Sie haben es richtig gehört, können Sie die Hause vor dem TV oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind, dann nachher live mit uns mitmachen, live und interaktiv. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns anrufen würden. Wir blenden anschliessend eine Telefonnummer ein und Sie können dann mit unseren Gästen direkt ein bisschen Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, die Gäste können dann Ihre Fragen auch entsprechend beantworten. Jetzt stelle ich Ihnen ganz kurz meine Gäste vor. Ich anfange auf der rechten Seite beim Roger Erler. Roger Erler, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Herzlichen Dank, Sie sind ja sehr ein erfolgreicher Immobilienmakler und kommen aus dem Zürcher Unterland. Danke, dass Sie da sind. In der Mitte sitzt Miriam Vasquez. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind in die Sendung. Eine Zürcher Architektin mit einem internationalen Wirkungsgrad, das haben wir ein bisschen besprochen. Aber sie ist natürlich bestens lokal verankert und kennt Stadt Zürich wie ein Hosensack. Und last but not least, da zu meiner Linken, Gabor Gaspar, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ein Finanzexperte, der sich bestens auskennt mit der Finanzierung von Immobilien. Liebe Freunde, Sie entwickeln alle Passion, wenn wir mit Immobilien zusammen sind. Und wegen dem sind Sie entsprechend auch in meiner Sendung. Danke, dass Sie da sind. So, jetzt schauen wir uns einmal die drei Themen an, die wir heute Abend miteinander ein bisschen besprechen wollen. Erstes Thema, wann platzt endlich die Immobilienblase? Ich warte darauf, dass die Nadel reinsticht und das Ding hops geht. Ich bin gespannt, ob wir eine Antwort finden. Das Thema Nummer zwei, wie leben wir in dieser Stadt oder in der Stadt, in der Schweizer Stadt in den nächsten 50 Jahren? Da möchte ich gerne ein bisschen Antworten haben oder mögliche Visionen von Ihnen. Ich weiss, Sie haben die. Und das Thema Nummer drei, wie geht das da mit dieser Verschärfung, wenn es um die Finanzierung von Wohneigentum geht? Sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg oder ist das eventuell eine Sackgasse? Da haben Sie Antworten dazu und ich freue mich, wenn wir nachher die Themen miteinander ein bisschen besprechen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt blenden wir eine Telefonnummer ein, und zwar 079 577 78 05. Wenn ich dann mit den entsprechenden Gästen, mit den Experten hier rede, dürfen Sie anrufen und eine Frage stellen und ich tue dann die entsprechend ein bisschen weiterleiten. So, wir starten. Sind Sie bereit? Ja. Live, live, Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Roger Erler, Immobiliensituation in der Schweiz. Da reden ja die Medien von Blasen reden, man redet von einer Krise. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Ich bin vorhin heute Mittag da rausgestanden in dem Lago, habe ein bisschen rumgeschaut und habe unglaublich 30 Baukräne gesehen. 30 Baukräne. Jetzt muss ich Sie mal fragen, sind wir wirklich in einer Krise? Ja, also ich kann es vielleicht so sagen, ich mache jetzt seit 14 Jahren Immobilienverkauf. Wenn man das jetzt ein bisschen zurückverfolgt, seit 2004 sind in etwa 560 Milliarden Hypotheken in der Schweiz gesprochen worden. Okay. Ende 2013 sind das 860 Milliarden gewesen. Mhm. Das bedeutet, dass man eigentlich, wenn man zurückschaut auf die letzten 10 Jahre, ist es so, dass die Einfamilienhäuser im Schnitt 3% zugenommen haben pro Jahr, mhm, und die Eigentumswohnungen 4%. Gut. Wenn man jetzt das schaut, drittes Quartal, also wo wir jetzt sind und wo wir vor einem Jahr gewesen sind, mhm, dann ist es so, dass wir jetzt bei den Einfamilienhäusern, mhm, 1,2% zugenommen haben und, okay, bei den Eigentumswohnungen 2,3%. Gut. Also das heisst, ein Aufwärtstrend, wenn ich das so interpretieren darf? Ja, es ist natürlich aufgrund von der Zinspolitik und auch vom, von der Bevölkerung, die da in die Schweiz hineinkommt, mhm, ist es so, dass die Nachfrage sehr gross ist. Ja. Was nachher der Herr da sicher wird auf Finanzierung. Gespannt. Ja. Genau. Genau. Jetzt würde ich Sie gerne noch fragen. Sie haben jetzt gesagt, eben, es gibt mehr Leute, die Häuser kaufen, Leute, die mehr Wohnungen posten. Und trotzdem, ich habe mit zwei, drei Immobilienleute, die haben gesagt, im Moment ist es eher ein bisschen langsam auf dem Markt. Er schläft sogar fast ein bisschen ein. Man verkauft nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Was sind das für Gründe? Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, Zinsen sind ja extrem tief, oder? Ja. Festhypotheken für 10 Jahre bei 1,2%, da müssen wir kaufen, anstatt mieten, oder? Und trotzdem, wo hängt es? Ja, es gibt da so gewisse Vergaberegeln, die jetzt von der FINMA und von der Schweizer Nationalbank kommen.
dass einfach einerseits muss ein Drittel von der Hypothek innerhalb von 15 Jahren amortisiert werden. Dann Tragbarkeit, die wird überprüft. Ja. Und also Tragbarkeit, ich sage jetzt, die Banken rechnen mit 5%. Genau, oder? Die rechnen immer noch mit den alten 5%, oder? Wenn es wieder raufgeht. Ja. Genau. Okay. Und 10% Cash, also 10% nicht aus der dritten Säule. Zweite, Entschuldigung. Aus der zweiten Säule, ja. Jetzt, ich möchte gerne, dass wir langsam die Zuschauer ein bisschen probieren zu involvieren. Also Sie zuhause, wenn Sie Lust haben oder Fragen stellen, Roger Erlo, Immobilie, dann Sie wählen 079 5 77 78 05. Herr Erlo, ist denn das überall so in allen Segmenten? Ich bin jetzt ein bisschen jovial und sage, Häuser und Wohnungen bis 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen. Läuft es unten noch und ist oben ein bisschen schwieriger? Wie ist schon Ihre Interpretation? Ja, also das, ich sage jetzt mal, bis etwa 1,2 oder 1,3, das ist eigentlich relativ einfach heute noch. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer ab 1,5 Millionen oder 1,8 Millionen kaufen will, dann ist es halt so, dass wenn jetzt als Fallbeispiel einer kauft etwas für 1,8 Millionen, dann muss er 360'000 Eigenkapital haben, wovon 180'000 Cash. Ja. Dann hat er vielleicht noch ein bisschen mehr Kosten etc. Also summa summarum braucht er eine Hypothek von 1,5 Millionen. Ja, genau. Das bedeutet, bei der jetzigen Kalkulation mit 5%, dass das 75'000 Franken sind, die er muss können zahlen pro Jahr. Oder? Jetzt kann man das nochmal drei rechnen und dann ist man bei 210 oder 215'000 Franken eingekommen. Und dann ist es realistisch, dass der das darf oder kann kaufen. Gut, gut. Jetzt sehe ich gerade, wir haben jemanden am Telefon, ich tue das gleich abnehmen. Oliver Laube, Laubes Immobox, grüezi. Schön, dass Sie anrufen, danke vielmals. Ja, gut, dann ich gerne fragen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Danke vielmals. Die erste Frage, Herr Erlo, eine Dame hat angerufen und hat gefragt, sie möchte jetzt eigentlich gerne etwas kaufen. Und jetzt kommt wieder die Frage, Krise, noch ein bisschen zuwarten, keine Preise. Was würden Sie dieser Dame konkret raten? Los, Tipp! Also der Tipp ist auf jeden Fall, wenn es für Sie stimmt, von der Lage her, von der Größe her, vom Preis her, kaufen. Ja. Das, was jetzt FINMA und die Schweizer Nationalbank macht, das ist eigentlich etwas Gutes. Man treibt durch das Spekulanten aus dem Markt raus. Ja, also ein Spekulant ist jetzt einer, der eine Wohnung kauft, mit der Absicht, die zu teurer verkaufen. Ja. Ich gehe davon aus, dass sicher in den nächsten 1 bis 2 Jahren noch ein leichter Trend nach oben ist. Aha, sicher nicht mehr jährlich die 3 oder 4%. Gut, gut, super, wunderbar. Herzlichen Dank mal für die erste Einschätzung von der Lage. Ich komme zu der Frau Vasquez. Wir gehen ein bisschen weg von den Wohneigentums, kleinen Häuschen, kleinen Wohnungen, mit allem Respekt, und gehen jetzt in die Stadt Zürich, Bern, Basel. Ich habe selber am eigenen Leib erlebt, da gibt es jetzt Hochhäuser, die kommen. Ich würde Sie gerne ein bisschen fragen, wo geht es wirklich an? Ich höre Themen wie Verdichtung. Wir haben immer mehr Menschen, die in die Schweiz kommen oder in der Schweiz sind. Wir haben mehr Population. Wie sehen Sie die Städte in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Haben Sie da eine Vision? Ja, also Verdichtung, das ist sicher das richtige Stichwort. Das ist gang und gäbe. Mehr Leute, weniger Platz, mehr verdichten. Das ist auch deutlich der Trend. Dann in die Höhe. Ja, wenn es keinen Platz hat, muss man in die Höhe. Jetzt, ob man dann wie New York oder Frankfurt endet, das sei dahingestellt. Aber wir werden in die Höhe müssen gehen. Ja. Jetzt auch da wieder die Frage, also ich als Architektin, wenn ich zum Teil auch dann Hochhäuser vorbeifahren in der Stadt Zürich, mit allem Respekt, da hat es nicht nur Schönes, oder? Das ist für mich so ein bisschen zum Teil 0815, die Architektur ist wirklich weg vom Fenster. Wie geht das Ihnen als Architektin? Fahren Sie vorbei und sagen, oh mein Gott, wie sieht denn das aus? Ja, das geht nicht nur Ihnen so, sondern das geht auch mir so. Okay. Ja, bei uns sind das eben höhere Häuser, wie man dem so schön sagt. Ja, und dann kann man auch weniger Eleganz machen, muss man auch sagen. Und verdichten und halt die maximale Ausnutzung macht halt auch Gestaltung nicht ganz einfach. Absolut. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Vision 2050 Schweiz. Gibt es denn da am See entlang oder an den Seen entlang Hochhäuser, in Küsnacht das Hochhaus, auf der anderen Seite die Meilen, die können überall schauen, aus dem 15. Stock. Wie sehen Sie das? Das kann sein, aber ich glaube, Herr und Frau Schweizer würden das nicht allzu fest diskutieren. Ja, allein schon wegen der Aussicht. Gut, 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 wunderbar. Danke mal herzlich. Ob wir uns 2050 wiedersehen, steht in den Sternen. Auf jeden Fall werden wir das miteinander weiterhin beobachten. Herzlichen Dank, Frau Vasquez, für die Beurteilung von der Situation. Herr Gaspar, wir reden noch über Finanzierung, Immobilienfinanzierung. Der Herr Erler hat es schon ein bisschen angesprochen. Es ist eine Verschärfung im Markt. Heisst konkret, Eigenkapital muss man jetzt mehr bringen als noch vor ein paar Jahren. Da ist man ja bei 10%, also 20% Eigenkapital, aber 10% Cash, oder? Richtig. Und man muss auch schneller zurückzahlen. Jetzt, trotz dieser tiefen Zinsen, wie sehen Sie es im Markt?
sind die Leute trotzdem noch da, die Wohneigentum kaufen können? Absolut, die sind nach wie vor da. Ja. Was wir einfach auch merken, ist, dass gerade jüngere Personen mehr Mühe haben, weil sie natürlich eben Pensionskassengelder nicht mehr so beziehen können wie vorher. Gut. Das ist ein Punkt. Ich muss Geld unterbrechen, ist doch eigentlich nicht schön, oder? Pensionskasse gehört doch mir, ich habe zahlt. Wieso wird jetzt das beschnitten? Was ist, wenn sie alt werden und dann noch einen Trend brauchen? Wer finanziert das? Das fair, ist das Thema. Fair enough. Da läutet es. Fertig jetzt, müssen wir da weitermachen. Ja, ist gut, ich habe das verstanden. Jetzt würde ich Sie aber trotzdem noch fragen. Wir reden doch schnell ein bisschen von den älteren Leuten. Reden. Sie haben mir das ein bisschen erzählt, im Sinn von älter. Ich bin auch schon 50, ja. 55. Ich will mir jetzt noch etwas posten. Sie haben mir vorhin gesagt, das ist schwieriger für die. Wieso? Weil, ist doch mehr Geld rum bei denen. Das ist richtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite schauen die Banken vor allem auch schon, wenn sie 50, 55 sind, wie sieht es im Alter aus? Also wenn sie 65 sind, gut, mögen sie dann die Hypothek auch immer noch tragen. Und leider ist es so, dass die Rente dann nicht mehr die gleich hohen Beträge sind, wie wenn sie Einkommen vorher verdienen. Gut. Aber nach wie vor bedeutet das, dass sie als auch ältere Person Eigenheim können leisten können. Sie müssen aber vor allem immer weiter denken, dass sie es auch im Alter hoffentlich können sich leisten können. Also ich spüre aus dem heraus, Immobilienkauf, wie wir es schon miteinander schon diskutiert haben, das ist eine längerfristige Beobachtung. Man kann nicht einfach nur schnell posten, man muss gesamtheitliche Geschichte anschauen. Oder? Wir als Finanzplaner sagen ganz klar, wenn man das nicht umsichtig schafft, dann nachher schafft man sich noch Probleme. Okay. Ja. Abschlussfrage an Sie. Hypozinsen. Die grosse Kugel. Wo gehen die hin? Was haben Sie für eine Idee die nächsten paar Jahre? Sehr schwierige Frage, weil wenn man die letzten Jahre anschaut, ist man glaube ich immer falsch gelegen mit den Aussagen. Also, wenn man gerade die Banken anschaut, was die gesagt haben, nichts gegen Banken, aber es ist wirklich schwer zum Abschätzen. Wir sehen jetzt nicht gerade wirklich einen starken Anstieg von den Zinsen. Es kommt schlussendlich auf Ihre Situation darauf an, was auch der beste Finanzierungssatz ist, also ob es jetzt Libor ist, ob es Festhypothek ist, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Gut. Wir werden uns wiedersehen, wir werden die Fragen weiter beantworten in meiner Immobiliensendung, glaube ich, Immobox. Ihnen mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Schön, dass Sie bei mir gewesen sind und dass Sie da auf das schwimmende Immoböxli gekommen sind. Danke vielmals. So, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt gibt es zum Schluss noch einen Wettbewerb für Sie zuhause. Gönnen Sie mit ein bisschen Glück hier einen Einkaufsgutsch im Wert von 500 Franken von Hector Living. Das sind Vintage-Möbel. Danke vielmals da an Sponsor. Ich würde gerne, dass Sie folgende Frage beantwortet. Und zwar, wo produzieren wir da die Live-Sendung Laubes Immobox? Antwort A. Ist es auf dem Lago Zürich oder B. auf dem Hauptbahnhof oder im Hauptbahnhof Zürich? Schicken Sie uns doch jetzt bitte ein E-Mail auf win@laubesimmobox.tv mit der Antwort A oder B und gönnen Sie damit ein Glück den Einkaufsgutsch im Wert von 500 Franken. Einsendeschluss wäre der 31. Oktober. Wir geben den Gewinner bekannt geben am 19. November. Jetzt schon vormerken, 19. November, die nächste Immobox hier auf dem Lago. So, wenn Sie sich alles in aller Ruhe noch mal anschauen und anhören, gehen Sie auf unsere Homepage www.laubesimmobox.tv. Dort finden Sie ab morgen dann auch unsere Sendung im Netz oder auch auf Facebook Laubes Immobox. Wenn Sie live dabei sind bei uns in der Sendung, dann kommen Sie bitte am 19. November da zu uns aufs Lago und stellen Sie bitte live Ihre Fragen. Da meine Gäste, Sie sind alle recht herzlich willkommen. Wir haben also noch Platz. Einfach wichtig für Sie, tun Sie sich ein bisschen warm anziehen. Das wäre gut im November. So, wir machen die Fernsehsendungen wieder lebendig und echt. Nochmal Ihnen herzlichen Dank. Sie sind ein Teil davon. Danke Ihnen vielmals. Ich bedanke mich Ihnen jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen restlichen Abend. Kommen Sie doch mal da vorbei auf das Lago. Es würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen würden. Bis zum nächsten Mal. Live am 19. November, am 7. Abend bei Laubes Immobox auf S1. Herzlichen Dank Ihnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. So, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Hat mich sehr gefreut. Spannend übrigens auch Ihre Erklärung, die Sie gebracht haben. Danke. Ihre Erklärung von diesen alten Menschen, älteren Menschen. Genau. Und, Laubes Immobox wurde präsentiert von Pavatex. Bauen, Dämmen, Wohlfühlen. Urban Home, das Online-Immobilienportal. Und mylibrary.ch, die Hypothekenberatungsplattform.